Und damit sage ich willkommen zurück bei Let's Play Inazuma Eleven. So, ja, jetzt sind wir in Kapitel 7 und jetzt sind wir schon ein bisschen weiter, denn die Vorrunden sind zu Ende und es geht langsam Richtung, ja, wir sind jetzt in der Hauptrunde, besser gesagt. Und ich muss mal kurz gucken, genau. Bald steht das Spiel gegen die Shuriken an und ja, danach noch 3 Kämpfe. Und da wird der Käse schon ziemlich gebissen sein. Und natürlich bin ich wieder aus der Story raus. Aber ich gehe erstmal zum Platz und trainiere. Aber bevor ich das mache, würde ich mal sagen, dass ich noch ganz, ganz kurz hier was mache. Wo ich immer dachte, das wäre so ein Pädophiler, der uns beim Umziehen betrachtet, weil er immer so in unserem Fenster rumspannert. Genau, Shadow war das. Den setze ich mal testweise mal in die Mannschaft rein. Will ich mal Nathan raus tun, der ist eh schon ein bisschen überlevelt. Aber den geht das nicht anscheinend wegen dem Schlüssel da. Seltsam. Verstehe ich nicht. Na egal. Nicht so schlimm, dann bleibt er halt auf der Ersatzbank. So, und wir gehen jetzt mal zum Platz und trainieren. Fuck. Ja, jetzt musste mal wieder kommen. Gegen die Bankdrücker. Ich glaube, die hatte ich auch schon ein paar Mal durch den Mangel genommen. Anscheinend haben sie es immer noch nicht ganz verstanden. Und rein das Ding. Bums. Und er ging durch die Beine ins Netz. Dadurch könnte ich ihn vielleicht ein bisschen besser trainieren, weil er noch auf Level 9 ist. Schutzarmband, wunderbar. Ach stimmt, genau, das ist das große Spiel gegen die legendären Elf von der überlege den Elf von der Inazuma Eleven. Wo ist es denn da? Puh, viel zu tun, viel zu tun. Immer viel zu tun. Anscheinend doch. Den Fußplatz könnt ihr jetzt nicht benutzen. Ihr seht doch, dass hier gerade gebaut wird. Was? Es hat uns keiner davon was gesagt. Mark! Ich wusste, es ist es. Was ist denn los, Silvia? Eben ist Trainer Hilmer vom Telefonieren zurückgekommen. 3 der Alten in der Summe 11 haben gesagt, sie wollen nicht bei unserem Training helfen. Gott erklärt, dass nicht alles so problemlos laufen würde. Aber wirklich, Herr Hilmer war echt sauer. Aber was sollen wir jetzt bloß tun? Haben sie gesagt, warum? Ich meine, warum denn sie uns nicht helfen wollen? Na gut, dann gehe ich ihm selbst zu ihnen und bitte sie um Hilfe. Wenn sie merken, wie ernst es ist, können sie bestimmt nicht mehr ablehnen. Aber, Mark, wie würdest du die alten Spiele überhaupt finden? Im Altersheim? Wenn du den Trainer fragst, wird er dir bestimmt nichts erzählen. Nicht nach dieser Schlappe. Dann haben wir ein Problem. Gibt es sonst noch irgendjemanden, der uns helfen könnte? Sag mal, Mark. Außer Sweet war doch auch mal in der Summe 11. Aber ist das sicher auch was? Gute Idee. Wir sollten sofort zum Flussufer. Ich sehe inzwischen nach, wie Trainer Hillman sich fühlt. Tu das! Schön, dass ich Bauarbeiten. Wo kommt der denn her? Igachima. Ja, das ist also dieser Nathan Swift, der schnellste Mann der Raymond Junior High. Sein Blick wirkt entschlossen. Aber bist du auch schneller als unser Spieler? Was denkst du? Ach so. So, das sind diese neuen Spieler wahrscheinlich von der Shuriken Junior High. Die haben einen ziemlich alten Spieler. Den Cloak habe ich mir noch gemerkt. Ach, das ist der Meister. Ach so, na dann. Wir werden sehen, Meister. Und nebenbei erwähnt. Der Kerl, der die Führung hat. Der mit der lauten Stimme. Das war wohl der Captain. Dieser Mark Evans. Evans? Evans hast du gesagt?
Verstehe. Das sind dann wirklich interessante Neuigkeiten. Und sie verschwanden im Nichts. Ninja-Style halt. Was ist denn, Mark? Ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl. Als wäre jemand hier, der nicht hierher gehört. Auf zum Flussufer, zu Mr. Sweet, SMS. Wunderbar. Fehlt nur noch ein Bagger, der hier rumbaggert. Der Boden mit dem Bagger, der baggert noch. Huch! Der war gar nicht den da hinfahren. Cool. Sorry, ich gucke mal ein bisschen um. Das ist mir jetzt ganz neu. Ja, da komme ich auch nicht gerade weiter. Na egal, ich will ja nicht. Ich will nicht so weit ins feindliche Gefilde gehen. Denn noch sind sie unsere Feinde. Auch wenn Jude der Bruder von Cyril ist, was mich immer noch ein bisschen aus der Fassung haut. Flussufer, genau. Kann ich immer noch nicht wechseln. Vielleicht so. Ah nee, so geht's ja nicht schon. Na egal. Versuch es halt ein bisschen später nochmal. Interessant. Sehr interessant. Celia, warte, Celia. Also vielleicht ein paar Infos über die Inazuma 11 für uns. Was ich dachte, mit Japan geht's. Keine Sorge. Darüber hast du sicher auch viel nachgedacht. Aber wenn du nicht bei uns bist, dann haben wir auch ein Problem. Deshalb bitte ich dich so dringend, in die Fußballgemeinde zurückzukommen. Dadurch schon beizutreten. Mark, ist das dein Ernst? Ich darf wirklich weiter das Team managen? Ist es nicht vollkommen klar? Du gehörst schließlich zum Club. Danke. Danke, Mark. Vielen, vielen Dank. Dieses komische Gefühl von eben. Lag das vielleicht an Celia? Vielleicht. Obwohl ich denke, das muss jemand anderes gewesen sein. Hoho, und? Alles besprochen? Ja, sweet. Nach Celias Untersuchung sind es 3 Spieler, die die Mitarbeit verweigert haben. Das wären zunächst Joseph Josemite und Edward Gladstone. Und dann natürlich Constant Builder. Kennt ihr noch Full House? Da gab es noch einen Joey Gladstone. Muss ich gerade dran denken. Constant Builder, auch cooler Name. War ja klar. Aber dass dieser Kerl nach 40 Jahren immer noch so unglaublich stur ist. Josemite, Gladstone und Bilder. Und ganz besonders Bilder. Der Mann war früher das Stürmer aus der Inazuma 11. Und er war so stur wie kein zweiter. Er hat auch ständig mit Captain Hillman herumgestritten. Das war aber egal. Und ohne Bilder wären es nicht wirklich die echten Inazuma 11, gegen die er spielt. Die echten Inazuma 11. Außerdem ist seine Spezialtechnik, der Feuervogel, beim Spiel gegen Shuriken absolut unverzichtbar. Der Feuervogel ist eine Technik, die Trainer Ibis entwickelt hat, damit wir Shuriken besiegen können. Wahrscheinlich wollte Hillman euch diese Technik lernen lassen. Den Feuervogel? Was für eine Technik ist das denn? Oh, wer bist du denn? Er ist von der Hood. Oh nein. Sayonara. Adios. The fuck? Hey, warte! Den kenne ich, Mark. Der ist von der Schurken. Einer eurer Gegner im nächsten Spiel. Ob das wohl die Sache mit dem Feuervogel mitbekommen hat? Nö. Der war ganz zufällig da. So, Shuriken. Schnelle war er ja. Sollten wir es da aufpassen, Mark. Es könnte sein, dass sie noch ein paar Überraschungen planen. Ganz genau. Ich sollte schnell hier im Bilder überreden und zu helfen. Mark, das wollte ich dir eigentlich heimlich geben. Bitteschön. Ein Liebesbrief. Nee, Spielernotizen, schade.
Naja, besser wie nix. Ich habe ja einmal die Info zusammengefasst, die mir Herr Sweet gegeben hat. Du findest diese Notiz in deinem Inventar. Du kannst sie dir jederzeit nochmal ansehen. Tut mir leid. Wo die Jungs genau sind, weiß ich auch nicht. Ihr müsst schon den Tipps auf deine Notizen folgen und sie selbst finden. Ah, danke. Das wird uns sehr helfen. Dir auch vielen Dank, Celia. Du bist echt ein Schatz. Na gut, ich gehe dann mal zurück ins Clubhaus. Ich war ja lange nicht mehr da. Es wartet sicher ganz viel Arbeit auf mich. Ganz viel Hausarbeit. Und natürlich sammle ich auch weitere Infos, die dem Team irgendwann mal nützlich werden könnten. Bis bald. Und tschüss. Also los, Jungs. Wir suchen jetzt nach den Spielern von damals. Als erstes sollten wir die Notizen lesen und entscheiden, wen wir zuerst suchen. Oh, Eve, was machst du denn ausgerechnet hier? Ach, er ist das. Oh, Herr Smith. Also, ganz ehrlich. Was Mark den Herrn Smith alles erklärt hatte. Verstehe. War ja irgendwie zu erwarten. Zu erwarten? Hab mich die ganze Zeit gefragt, ob ich es dir sagen soll oder nicht. Nach dieser Haftung bei den Spielen in der Royal Academy dachte ich, wird diese Schurken besiegt, sorry. Tatsache ist aber, dass Doug vor ein paar Tagen freigekommen ist. The fuck? Was? Doug ist... Aber wieso? Verstehe. Und die anderen haben immer noch Angst vor Doug. Deshalb konnten sie uns nicht helfen. Angst vor Doug? Das heißt also, sie und die anderen kennen diesen Doug, Herr Sweet? Ich werde Dogs Bewegungen auf jeden Fall verfolgen. Und für euch wird es sicher schwer, die Hilfe der anderen zu bekommen. Aber gib trotzdem alles, Stevens. Werde ich machen. Ray Dark. Ich frage mich, was der Killer eigentlich vorhat. Stimmt, denn der ist der Bösewicht dieses Spiels. Auch wenn es Jude auch teilweise ist, aber... ich glaube, das wird eher eine Marionette sein, die ihr... einsetzt, um an seine Macht, seine Ziele zu kommen. Ziele, die ich nicht ganz verstehe, wahrscheinlich die Weltherrschaft oder was? Würde mich nicht wundern, Weltherrschaft gibt's ja bei alles, bei Kartenspielern, bei was der Teufel was. War es nicht bei Beyblade auch so mit den Kreiseln, dass einer die Weltherrschaft wollte? Ziemlich abgefuckt, aber okay. Mich wundert bald gar nichts mehr. Ich frage mich auch, was er soll, Mark. Aber überlassen wir das lieber Herrn Smith. Unsere Aufgabe ist es jetzt, die alten Spieler der Nezumi 11 aufzustöbern. Also los. Findet die alten Spieler. Eine Sperre hat sich gelöst und ihr kriegt natürlich eine SMS. Noch eine? Was war jetzt los? Was ist denn da los, Mann? Da gibt's auch was. Cool. Wusste ich jetzt auch gar nicht. Jeeves Dropper, Rocky Shears, Gus Gamer, Colin Salt, Sam Spike. Coole würden mir alle. Die stehen sogar alle da. Wusste ich jetzt auch gar nicht. Ist ja cool. Da genau Shadow Cimmerian. Das war dann der letzte. Oh cool, hier geht's weiter. Die Hauptrunde wartet uns. Blablabla. Dass gleich drei Leute in der Summe 11 mit uns spielen wollen. Ja, vielleicht kann es Herr Sweet helfen, den Kontakt mit in der Summe 11 herzustellen. Ja, um die beiden geht's. Hihi, ich bin Celia, die ehemalige neue Managerin. Zu den drei alten Spielern habe ich mir Notizen gemacht. Ihr müsst sie unbedingt finden. Welcome back, Celia. Dieser alte Facebook-Poster. Ich kann nicht glauben, dass Tag freigelassen wurde. Aber im Moment müsst ihr sowieso zuerst die Alten in der Summe 11 finden. Viel Erfolg, Mark Evans. Ich wüsste gern, was dieser Ray Dark wieder aushackt. Ist schon cool, dass er fast alle Kommentare postet. Wenn einer was postet, dann er. Ich glaube, dass einer verliebt. Oder hat zu viel Freizeit oder... keine Ahnung. Apropos Zeit, wir haben auch nicht mehr so extrem viel. Würde mir sagen, lesen wir jetzt mal die Notizen durch.
Ha? Was soll ich eigentlich mit den ganzen Schlüsseln machen? Das weiß ich auch noch gar nicht. Ich habe tausende Schlüssel. Ich habe auch noch eine Sonnenbrille gefunden. Mal offline, wo ich da trainiert habe. Für das Spiel gegen die Royal Academy. Ich weiß gar nicht, was die mir bringt. Muss ich auch mal ein bisschen nachforschen. So, was haben wir denn? Der Wolf des Remedies liebt singen ohne erhöhte Standorte. Der Falke des Remedies predigt gute Manieren, wo er nur kann. Keiner weiß so viel über Sport wie der Löwe des Remedies. Okay, ich glaube irgendwie, wo ihr Standorte, da denke ich mal, dass der beim Turm ist. Der Jute Chosen ist. Denke ich mal so. Ja. Ist immer mein erster Gedanke, wenn es um hohe Orte geht. Upsa. Draufgeglitscht. So. Und ab zum Türmchen. Sieht gut aus. Na nur, habt ihr gefunden? Wie? Wer spricht da? Ihr seid doch zum Turm gekommen, um den Onkel mit den Liedern zu treffen. Was? Mark, wir müssen sofort zum Turm gehen und herausfinden, was da los ist. Ich check nicht ganz, was da gerade los ist, aber ich gehe mal zum Turm und guck mal nach. Huch! Markception? Hey ho, ich hab dir doch gesagt, ich habe keine Ahnung, was du überhaupt willst. Inazuma 11? Ich glaube, du verwechselst mich mit irgendjemandem. Irgendwem. Lüge er nicht. Die Geheimnotiz zur Feuervogeltechnik. Wir wissen, dass er sie hat. Ihr gebe sie uns jetzt besser, ohne Widerstand zu leisten. Was bist du auf, was du sagst, kleiner Mann? Hey, was soll das? Also er war das. Der ist ein Betrüger. Ich bin der echte Maugebnis, nicht der. Was redet ihr da? Wir sind... Nein, halt. Ich bin der wahre Mark. Ist das so ein Schatten-Jutsu-Dingeling? Zwei Marks? Oder zwei Mark? Hehehe. Ja, das ist witzig. Auf sowas muss man erstmal kommen. Na gut. Ich stelle euch eine Frage. Die Feuervogel-Geheimnotiz soll der Mark ebenso halten, der den Notiz am ehesten verdient. Also hat er jetzt wirklich die ganze Zeit über? Dieser elende Lügner. Wie lautet die Frage? Zunächst einmal steht ihr beide euch ans untere Ende der Treppe, meine kleinen Freunde. Alles klar? Sehr schön, sehr schön. Auf dem Weg, den ihr gehen wollt, taucht den Gegner auf, den ihr beim besten Willen nicht besiegen könnt. Also Mark, du bist doch Mark, oder? Was wirst du tun? Töricht ist ein Krieger, der in einer Schlacht zieht, welche er nicht gewinnen kann. Droht die Niederlage, so wählt der Kluge den Rückzug. Man wählt einen anderen Weg. So, verstehe. Und du, mein Junge? Was wirst du tun? Ich gebe nicht auf, bis ich den Gegner besiegt habe. Wenn ich es 100-mal nicht schaffe, dann vielleicht beim 101. Mal. Huch! Ach, das ist so eine Art, ja, Erinnerungs-Dings. Yosemite, nicht aufgeben. Oder Yosem... Nee. Yosemite schreibt man anders. Chosemite? I don't know. Chosemite, nicht aufgeben. Trainer Evans? War mir doch gleich klar, dass du wieder hier steckst. Wir haben ein Spiel. Zurück auf den Platz. Aber Herr Evans, das bringt doch nichts. Gegen diese Mannschaft haben wir doch sowieso keine Chance. Gegen die haben wir noch nie gewonnen. Und wenn wir sowieso verlieren, kann ich doch genauso gut hier noch etwas Gitarre spielen. Nicht aufgeben. Wenn wir 100-mal verloren haben, gewinnen wir vielleicht beim 101. Mal. Epische Worte. Das war doch Evans? Mark Evans? Bist du etwa der Enkel von... Ja? Jetzt verstehe ich. Der falsche Evans. Bist du?
Wow! Oh, Jumper! Ah! Der falsche Evans war also ein Schüler des Shuriken Junior High? Oh nein! Wir haben uns verraten! Sayonara! Adios! Sag mal, Mark, sollen wir nicht verfolgen? Mark? Hast du das gesehen? Was für ein Schuss! Sie sind also wirklich Joseph... Josmus? Joseph Josmus, da müssen wir noch gewöhnen an den Namen. Der Wolf der Raymond Junior High. Hehehe. Das hat dich wirklich lange keine mehr genannt. Und du? Zeig mir mal dein Gesicht ein wenig genauer. Verstehe. Die Augen, der Mund und dann eine Antwort eben. Das hätte der Trainer damals auch nicht anders gesagt. Mein Großvater? Opa David? Niemals aufgeben. Das hat er damals auch immer gepredigt. Vielleicht ist es ja doch noch zufrieden, mit dem Fußball aufzuhören. Und? Ich weiß jetzt, was ich zu tun habe. Werde euch auf jeden Fall helfen beim Training für das nächste Spiel. Fantastisch! Danke, vielen Dank! Und ja, da die Zeit ausgelaufen ist, würde ich mal sagen, ich beende diesen Part. Super, dass wir jetzt Joseph Josmith als kleinen Trainingspartner haben. Jetzt sind nur noch zwei, die wir von der Seite ziehen müssen, und da können wir schon gegen das Spiel gegen die Inazuma 11 beginnen. Aber ich denke, das werden wir jetzt im nächsten Part schaffen, denn in diesem Part ist die Zeit abgelaufen. Trotzdem danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Inazuma 11. Ciao!